Eine von den meistgefragten Fragen, die ich bekomme, ist: Xine, sind meine Fotos gut? Und ich möchte Ihnen heute hinter Kulissen zeigen, was passiert, wenn ich Ihre Fotos bekomme, wie analysiere ich Ihre Fotos und wie entscheide ich, welche Fotos als Hauptbilder angewendet werden und welche nicht. Ich entscheide das natürlich als Frau und als Partnervermittlerin, beides kommt zusammen und ich weiß, auf welche Fotos die Frauen gut reagieren, auf welche nicht. Und jetzt ist Andreas unter der Lupe und ich möchte ihm zeigen, welche Fotos von ihm gut sind und welche würde ich wirklich nicht empfehlen, in seinem Steckbrief zu zeigen und ich kläre natürlich, warum. Also ich zeige die Bilder jetzt auf dem Bildschirm. Und dann gehen wir voran. Also so ein Bild, irgendwo in Urlaub, Trekkingschuhe, absolut in Ordnung. Man zeigt dadurch, ich bin gern in der Natur und ich mache solche Touren. Natürlich etwas Lächeln wäre nicht schlecht, aber sonst generell wirklich ein normales Bild und kann in den Profil aufgenommen werden. Ich sitze auf der Couch. Als Bild für Steckbrief, als einer der Hauptbilder, würde ich das nicht empfehlen, weil eigentlich ja man zeigt wirklich im Grunde genommen nichts. Das ist ein Blick in sein Alltagsleben und wenn Sie mit einer Dame kommunizieren, dann können Sie ihr vielleicht so ein Bild schicken und sagen, weißt du, ja, ich sitze auf der Couch und denke an dich. So ein Bild. Also, liebe Herren, achten Sie darauf, also ich zeige jetzt auch auf dem Bild, achten Sie darauf, also schauen Sie bitte mich jetzt an, achten Sie darauf, wenn Sie sich fotografieren, machen Sie das nicht von unten. Also normales Bild, auch wenn das ein Selfie ist, machen Sie das auf dem Gesichtsniveau oder etwas höher, weil eigentlich dieses Schauen, von unten schauen, das zeigt uns alle von der schlechten Seite. Und so ein Bild wie dieses ist eigentlich ja im Grunde genommen mit null Informationen. Es ist wirklich so sein gespanntes Gesicht und verschwommene Qualität. Und ja, also eigentlich, man könnte das Bild verwenden für Steckbrief, aber im Grunde genommen, das kann man auch später nutzen, wenn Sie mit einer Dame kommunizieren. Wir gehen dann jetzt ein Stückchen weiter. Ich empfehle wirklich nicht, in den Steckbrief diese lustige Fotos, also lustige Fotos anzuwenden. Also wirklich. Ja, interessanterweise, die Damen verstehen diesen Humor nicht. Auch die Damen, die wirklich sehr lustig sind und sehr humorvoll sind. Aber es ist doch ein Unterschied. Diese Bilder präsentieren mich, die sind in meinem Profil, die sind in meinem Steckbrief. Und durch diese Bilder möchte ich präsentieren. Oder die Bilder, ja, ich bin in Urlaub und mache irgendwas Wahnsinniges. Also eigentlich generell Hut und Sonnenbrille zeigt nichts. Und dazu noch diesen Kussmund. Also eigentlich, das ist. Also dadurch präsentiert man sich definitiv nicht als seriöser Mann mit ernsthaften Absichten. Das ist Urlaubsfoto und im Grunde genommen kann man wirklich auf dem Bild nichts erkennen, weil alles irgendwo versteckt und verdeckt ist. Deswegen das Bild für den Steckbrief nicht nur, wenn Sie mit einer Dame schon schreiben und liebe Grüße aus Urlaub, dann können Sie wirklich das Bild auch weiterschicken. So ein Bild. Definitiv nicht. Ich sage ehrlich, also ich verstehe, es gibt Situationen, wir benehmen uns alle dumm und wir versuchen unsere lustige Seite zu zeigen. Jeder von uns hat irgendwelche ganz komische Partybilder, aber das gehört definitiv nicht zu dem Steckbrief. Das ist nur vielleicht, ja, also ich kann auch lustig sein, aber nur wenn Sie mit einer Dame schon kommunizieren. Wenn so ein Bild mit Minion in dem Steckbrief des Mannes veröffentlicht wird, ja, er bekommt wirklich nicht viele Zuschriften, weil die Damen verstehen diesen Humor nicht. Genauso wie das Bild, Star Wars, also eigentlich, wenn Sie mit der Dame kommunizieren und die Dame ist
Genauso wie sie begeistert von Star Wars oder von diesen Wannsee-Kostüms oder von Fasching, dann das geht natürlich aber nur an eine bestimmte Dame, mit der sie kommunizieren, mit der sie schreiben. Und wenn sie schon wissen, sie versteht diese Humorrichtung. Sonst generell solche Scherze, solche Witze bei Frauen kommen schlecht an, wenn das im Steckbrief steht. Also ich wiederhole, das ist ein Bild, wenn sie mit einer Dame kommunizieren. Und nicht, wenn sie eine Dame erst suchen und eine Dame wirklich so sagen wir, ansehen möchten. Das Bild oben ohne aus dem Badezimmer definitiv nicht. Definitiv nicht. Weil die Damen verstehen nicht, das Bild war einfach so aufgenommen. Die Damen verstehen, wenn der Mann mir so topless Fotos schickt, dann erwartet er das wahrscheinlich auch von mir und ich bin dafür nicht bereit. Und einem fremden Mann zeige ich mich nicht oben ohne oder unten ohne. Also eigentlich die Bilder, wo sie topless sind, das geht mehr in die Richtung, der Mann interessiert sich nur für das eine. Also eigentlich, wenn Sie mit einer Dame schon in einer Beziehung sind und wenn Sie wirklich ja, so auf Distanz die Beziehung nicht, etwas auf heiß halten möchten, dann können Sie solche Bilder gern schicken, aber auf keinen Fall in Ihrem Steckbrief, auf keinen Fall, wenn Sie mit einer Dame in Korrespondenz stehen. Solche Bilder gehören, wenn Sie mit einer Dame schon in einer Beziehung sind und es ist erlaubt, oben ohne zu zeigen. Das Bild mit der Tochter ist wunderbar. Also natürlich, wenn das die Tochter ist, nicht mit den Exen. Also ich mag das Bild wirklich nicht nur, weil das Mädchen so hübsch ist, sondern weil also das man zeigt wirklich innere Beziehung. Solche Bilder natürlich nur, wenn sie mit einer Dame in Kontakt stehen und weil sonst kommt die Frage, wer ist die Dame neben dir? Weil links ist das definitiv die Dame. Und wieso ist die Dame so nah zu dir? Ist das deine Ex? Wer ist das? Um alle diese Fragen zu vermeiden, geschweige dann diesen Humor, wie ich schon gesagt habe. Also nicht alle Damen verstehen Humor mit Kostümen und Umkleiden. Also um solche Fragen zu vermeiden, nie solche Fotos in ihren Steckbriefen veröffentlichen, sondern erst dann anwenden, wenn sie mit einer Dame in Korrespondenz stehen und als zusätzliches Bild können Sie da sowas auch senden. Motorrad geht ja auch. Man zeigt, also ich nicht nur, dass man im Profil schreibt, interessiere mich für Motorradtouren, sondern man zeigt das auch durch das Bild. Also die Bilder sind immer gut, um zu zeigen, was sind meine Hobbys. Ja, das Bild ist absolut in Ordnung. Also ich hoffe, durch diese Beispiele verstehen Sie ein bisschen, wie ich aus Ihren Bildern rausziehe, das, was ich den Damen zeigen kann. Wenn Sie die Bilder zu mir schicken, machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde niemals das Foto zeigen, was Sie schlecht präsentiert, was Sie von der schlechten Seite zeigt. Ich lösche einfach das Bild. Also Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich bin Ihre Fotokritikerin oder sagen wir Fotoretterinnen. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber auf jeden Fall, wenn Sie nicht über meine Agentur auf der Partnersuche sind, wenn Sie irgendwo auf anderen Plattformen unterwegs sind, keine oben ohne, unten ohne Fotos. Am besten keine lustige Fotos, keine Party-Fotos. Das kommt bei den Damen sehr schlecht an. Natürlich keine Fotos, wo sie andere Damen umarmen. Am besten auch ohne Kinder. Und damit sie wissen, veröffentlichen sie am besten auch die Bilder nicht, wo sie mit ihren minderjährigen Kindern gezeigt sind, weil für manche Frauen das ist Zeichen, sie interessieren sich mehr für das Kind als für die Beziehung und manche Frauen re reagieren ziemlich aggressiv darauf. Ich verstehe das nicht, aber das ist das, was ich kenne. Also eigentlich passen sie darauf, was sie über sich in ihrem Steckbrief erzählen und durch welche Fotos sie sich präsentieren. Wenn ihre Fotos nicht dementsprechend, was sie über sich erzählen, das kommt absolut falsch an. Als Beispiel kann ich sagen, ich hatte mal von einem Herrn das Foto bekommen, wo stand, ich bin lustig, humorvoll, also easygoing. Und auf allen Fotos, er war mit so einem grimmigen Gesicht abgelichtet,
Also das passt nicht zusammen. Also wenn ich lese lustig, dann erwarte ich, dass das Bild vor dem Mann lächelt. Wenn ich sehe, ich mache Sport, dann erwarte ich, dass der Mann so mehr oder weniger trainiert ist. Das heißt, was sie über sich, über die Worte erzählen, muss auch mit den Bildern oder durch die Bilder bestätigt werden. Ja, das ist das für heute und ich hoffe, Sie schicken niemals an die Damen die Bilder, die nicht passen. Vielen Dank. Heute ist Sonntag. Sonntag und gestern war unsere Online-Party. Ich bin wirklich sehr, sehr müde, aber ich wollte ganz, ganz gern die Anfrage von Andreas bearbeiten, trotz meiner Müdigkeit, trotz dass die Party so anstrengend war. Deswegen so sehe ich häuslich aus, also nicht an meinem Arbeitsplatz. Ich habe Andreas einige Damen vorgeschlagen. Und auch wirklich die Damen, die wirklich sehr gut passen könnten, aus meiner Sicht. Ich habe eine E-Mail von ihm erhalten. Diese E-Mail möchte ich ganz gern vorlesen und dann meine Meinung dazu sagen. Also, Andreas hat geschrieben, ich habe mir stundenlang die Profile der Damen angeschaut aus der Liste und habe jetzt so entschieden. Ich muss schon sagen, sie hatten recht, ein Bild ist eine Momentaufnahme und das macht es so schwierig. Bei einer Dame, also ich will den Namen nicht nennen, bei einer Dame hat er gesagt, so fehlt mir die Sportlichkeit. Ist bestimmt eine liebe und tolle Frau, doch es geht nicht. Okay, akzeptabel. Also akzeptiert, wenn die Dame nicht genug sportlich aussieht und der Mann macht Sport, das passt. Andere Dame, ehrlich gesagt, jeder hat seine Vorstellung und klar muss in sich gesehen und auch Abstriche machen und zu sich selbst ehrlich sein. Sie ist einfach weit von meinen Vorstellungen entfernt. Okay, also jeder hat seine Vorlieben und es ist absolut legitim. Noch anderer Dame habe ich hier sehr lange nachgedacht, aber die Interessen sind mir zu verschieden. Aus psychologischer Sichtweise, wir müssen ähnliche Werte haben, aber nicht unbedingt gleiche Interessen. Verstehen Sie, was ich meine? Man muss gleiche Vorstellung haben, wie wir unsere Kinder erziehen oder wie wir mit unserem Geld umgehen oder wie wir mit unseren Eltern umgehen. Also diese Vorstellungen, diese Grundwerte müssen gleich sein, aber nicht unbedingt Interessen. Wenn er Ski fährt und sie mag tanzen, er kann Ski fahren und sie in dieser Zeit besucht Tanzkurs. Man muss nicht unbedingt sich auf diese gleichen Interessen fixieren. Man kann wirklich die Interessen mit anderen Menschen ausüben und sich danach treffen. Ja, ich kann nachvollziehen, man möchte wirklich mit der Partnerin gemeinsam ins Theater gehen oder gemeinsam Sport machen, aber aus der Sicht der Psychologie, das ist nicht notwendig. Also auch mit verschiedenen Interessen können die Menschen gleich sein, wenn sie gleiche Werte haben. Also wir sprechen von den Werten. Weiter, also die Dame, die ich wirklich sehr empfohlen hat, ist imponiert mir sehr, dass diese hübsche Frau Deutsch spricht. Das wäre ein sehr großer Vorteil, doch ich muss auch hier Nein sagen. Ja, okay, also irgendwas nach stundenlangem Betrachten hat doch nicht angesprochen. Dann bei einer Dame schreibt Andreas, wäre abzuklären, wie gut ihre englische Kenntnisse sind und was ihr 18-jähriger Sohn vorhat, mitzukommen oder nicht. Möchte schon gern darüber erfahren. Aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass erwachsene Kinder, so 18 Jahre alt und älter, die bleiben normalerweise in Russland, in der Ukraine. Die folgen die Mutter nicht, bleiben zu Hause aus dieser visumtechnischer Sicht. Das ist ziemlich kompliziert, ein Visum für 18-Jährigen Kind zu bekommen, weil das schon kein Kind mehr kann, die Mutter nicht folgen, nur als Studienvisum ist das möglich oder Arbeitsvisum, falls ein Arbeitgeber Interesse zeigt, diesen jungen Mann oder diese junge Frau einzustellen. Aber so generell, die erwachsenen Kinder bleiben zu Hause. Und dann hat Andreas auch nach mehr Bildern gefragt und ich schicke natürlich diese Bilder zu. Was ich aber sagen möchte, dass zum Thema Bilder täuschen. Die Bilder täuschen wirklich. Manchmal ist die Person sehr fotogen
und sieht viel besser auf den Bildern aus als in Wirklichkeit. Manchmal ist es umgekehrt. Manchmal ist die Person auf den Bildern ja so okay, aber sobald diese Person anfängt zu reden, dann strahlt diese Person irgendwas aus und man verliebt sich wirklich sofort. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, wenn ich meine Bilder anschaue, sogar meine Videos anschaue, ich denke, sehe ich wirklich so schrecklich aus. Das heißt, durch Persönlichkeit manchmal ist ausstrahlender als die Fotos. Deswegen mein Ratschlag an Andreas, und das werde ich natürlich weiterleiten, und mein Ratschlag an euch, liebe Zuschauer bzw. Zuhörer, wenn die Möglichkeit besteht, ein Video-Date zu organisieren oder wirklich ein reales Date zu organisieren, so schnell wie möglich, machen Sie es. Von den Bildern können Sie gar nichts ablesen. Die Bilder, das ist wirklich eine Sekunde, wirklich Millisekunde, wo Kamera das Gesicht der Dame fixiert hat, und es könnte sein, dass in Wirklichkeit die Dame null von dieser Ausstrahlung hat. Oder umgekehrt, dass die Dame von 10% dieser Ausstrahlung 2000% hat. Es ist wirklich so unterschiedlich. Ich hatte die Situation, wo die Männer zur Party kamen, weil die Party, das ist natürlich mehr Vergleiche und mehr Kontakte, das ist was anderes als persönliches D. Und oh ja, okay, zuerst, so von den Profilen her hat mich keine Dame angesprochen. Am Ende der Veranstaltung geht er zusammen und vermittelt und auch manchmal auch verheiratet ganz schnell nach der Party, weil von den Bildern, von den diesen Momentaufnahmen hat den Mann keine Frau überzeugt. Aber wenn er mit der Frau kommuniziert hat, dann ist ganz andere Geschichte entwickelt. Deswegen, liebe Herren, sitzen Sie nicht stundenlang mit den Fotos. Es bringt wirklich absolut nichts, sondern gehen Sie so schnell wie möglich in ein Videodate oder in ein normales Date. Warten Sie nicht zu lange. Es könnte sein, dass Sie monatelang mit einer Frau schreiben und am Ende wird nichts, weil das auf diesem chemischen, biologischen Niveau nicht gefunkt hat.